Oh, hallo Hans. Grüezi miteinander. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Netz Natur. Wir sind heute hier auf dem Kantihügel, auch bekannt als die große graue Betonklotz. Heute untersuchen wir das Balzverhalten von den Kantihügeln, prähistorischen Kantihügeln sozusagen, und von den balzlustigen Jungfüchs. Kommen Sie mal mit auf unsere Reise. Die zwei Exemplare zwitschern sich liebevolle Sachen gegenseitig ins Ohr. Auch mit der Nahrungsaufnahme kommt es bei diesen zwei nicht zu kurz. Das Männchen führt gerade seinen Balztanz mit seinem anvertrauten Weibli auf. Streicheleinheiten sind gang und gäbe bei dieser Spezies. Der Akt vom Liebesspiel kommt jetzt zu seinem erwarteten Höhepunkt, ist aber sobald vorbei und alle Rudelexemplare ziehen sich zurück in ihren anvertrauten Bau. Ich bin da und halte Ausschau für die streberischen Maulwürfe. Oha, da haben wir ja Schussbach. Sind, wie sie ganz fleissig am Lernen sind, ohne ein Müchsli zu machen. Und sie werden Matura genauso bestochen wie mir. Zum Teil haben wir auch ganz komische Vögel darunter. Vögel darunter! Hoppla! Jetzt haben sie mich auch. Frischer Tat ertappt. Es geht bald weiter auf unserer spannenden Rundreise. Wir sehen da zwei Alpha-Tierchen. Wir müssen uns ganz ruhig verhalten. Sie sind eben sehr lauschend. Rechts sehen wir den Altfuchs höchst persönlich. Sehen Sie, wie er den Balztanz aufführt? Er wird auch lockenköpfig Hupfschnäbler genannt. Es ist ein ausländisches Exemplar, was unschwer an seiner Gestikulierung zu erkennen ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt habe ich gerade einen günstigen Kantihoger vernaschen. Und schon wieder, es passiert schon wieder. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, alle miteinander. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder mal heisst, jetzt.